Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone und einer weiteren Kartenchaos. Und ihr habt das, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist bei euch, aber Nefarians Rückkehr hatten wir schon einmal gespielt. War sehr cool, wir spielen mit einem Gegner zusammen. Sind sozusagen, ja, in einem Team gegen den Boss. Sehr cooles Event, macht sehr viel Spaß. Da kann man auf jeden Fall gut loslegen und den Gegner halt platt machen. Ah, okay, das ist immer gleich, ne? Morgul und Anduin ist immer gleich. Vorher hatten wir Anduin, jetzt haben wir wieder Anduin. Sehr cool auf jeden Fall. So, die brauchen wir noch nicht, die ist nachher gut. Mit einem Diener stellt immer viel Leben her. Die ist auch sehr geil, aber erst nachher. Stellt jedes Mal, wenn euer Held geheilt wird, bei eurem Mitspieler ebenso viel Leben wieder her. Die ist ganz geil. Die will man, ne, die nehmen wir gleich mal mit. Ja, die ist auch gut. Grüße. Ich bin hier der Meister. So, wer die letzte nicht gesehen hat, der macht hier halt immer Schaden, ne? Immer 5 Schaden. Nachher steigert sich das noch. Aber auch keine guten Karten. Ne? Aber im Moment sieht es ja auch noch nicht so schlecht aus. Das ist kacke. Explodiert zu Beginn eures Zuges und fügt eurem Helden 9 Schaden zu, das ist übel. Deswegen hoffen wir mal, dass der leben bleibt. So leicht zu manipulieren. Ah, okay. Gut, dann ist er aber trotzdem weg. Ja. Das heißt, wir heilten ihn jetzt gleich erstmal. Das war schade. Aber es hat trotzdem erstmal gepasst. Wir müssen ihn versuchen, ein bisschen zu heilen. Das lassen wir ihm, glaube ich. Wir würden jetzt statt zu Beginn eures Zuges voll dem dieses Dieners. Das ist ganz geil. Ja, das Wichtige ist jetzt, dass er die guten Karten noch nicht ausspielt, ne? Die vom Priester. Dadurch, dass wir jetzt die Karten wechseln. Ich habe mir ja ungefähr einen Plan zusammengelegt, wie wir jetzt am schnellsten ihn besiegen können. Jedes Mal, wenn euer Held geheilt wird.
Mitspieler ebenso viel Leben wieder her. Schade. Das kam der Übergang. Müssen vorher eigentlich am besten noch heilen. So, mehr kann ich auch, oder will ich auch nicht ausspielen. Er sollte eigentlich seine Karten wieder bekommen, weil er kopiert die Heldenfähigkeit eures Gegners und das ist Heilung ist einfach deutlich besser. Willkommen beim großen Turnier, Champion. Wäre besser gewesen, wenn er mir den gegeben hätte. Also wenn er nicht ausgespielt hätte. Ja, wir müssen in den nächsten Abschnitt. Es ändert ja nichts. Wir müssen in den nächsten Abschnitt. Die Zeit ist um. Auf geht's! Seht die wahre Macht Nefarians! So. Wir belassen das erstmal dabei. Ich will mal nicht aus mehr ausspielen. Ist schon mal gut. Aber der wird auch irgendwann vernichtet werden. Verzagt nicht, Jüngelchen. Die Erdenmutter ist nah. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich wusste, dass ich recht habe.
Turnier-Champion. Sie bleibt bei 4, schade. Ja, im Endeffekt langsam runterspielen, ne? Also problematisch ist das jetzt nicht. Am großen Turnier gewinnt man oder stirbt. Jeder merkt es. Würde ich mir alle eigentlich aufgeben. Disqualifiziert. So, jetzt habe ich mal meine Karten wieder. Ha, da lang ich gern zu. Ja, wir zergen ihn jetzt runter auf der nächste Stufe und dann klatschen wir ihn weg, ne? Das so ist eigentlich die Aufgabe. Bei 60, glaube ich, ist die nächste Stufenwandel. Und dann müssen wir loslegen. Also jetzt müsste er eigentlich hier runterkloppen. Einfach angreifen, weil wir wollen den Stufenwechsel haben. What?
Helden! Aber jetzt müsste alles einmal zerstören, glaube ich. Oder auch nicht. Priester, das Licht dient nun mir. So, weil wir es ja einmal schon gespielt haben, wussten wir ganz genau, was wir zu tun haben. Nämlich, er macht jetzt 30 Schaden, vernichtet alle und dementsprechend brauchen wir da auch nichts ausspielen. So, und jetzt geht's los. Ihr wurdet gewogen und für zu leicht befunden. So sieht's nämlich aus. Und jetzt müssen wir den hochpowern. Stellt bei eurem Helden für jeden feindlichen. Na, okay. Na gut, das brauchen wir erstmal nicht. So, den brauchen wir. Aber wir brauchen, was viel wichtiger ist. Genau. Das war's. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Was ich verstanden habe, er hätte eigentlich Gottes Schild kriegen müssen. Eigentlich. Jetzt haben wir beide eigentlich einen Helden, den wir pushen können, übelst. Was sehr, sehr gut ist. Würde ich nochmal angreifen und dann heilen, ne? Oder so rum geht auch natürlich. Müsste eigentlich bloß seinen Zauber ausspielen. Oder so, das reicht auch schon, genau. Ich werde euch vernichten. Ansonsten hätte er jetzt eigentlich bloß den Angriff gleich ziehen können. Seines Lebens, dann wäre auch Ende gewesen an der Stelle, ne? Aber so war es auch cool. Gut gespielt, würde ich sagen. Sehr, sehr gut gespielt. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Wir machen natürlich noch eine Packung auf. Folgen und Gewinn!
Geist 2-2 mit Spot herbei. Für 2 ist das sehr, sehr gut. Zum Erwarten 3 Leben wiederherstellen. Sehr cool. Ja. Coole Karten. Die nehmen wir mit. Ja, dann danke, dass ihr wieder dabei wart. War nochmal eine kleine, coole Runde von dem Kartenchaos. Manchmal mache ich sie ja zweimal. Gerade jetzt beim zweiten Mal wusste ich, was genau abgeht. Beim ersten Mal war es ja dann doch noch ein bisschen durchwachsen. Man musste erstmal wieder langsam anfangen und dann in der Endphase, dann musste man die Helden oder die Diener nochmal richtig pushen. Und das haben wir auch gemacht und so war es dann auch ein schnelles Ende vom Gegner. Ja, danke, dass ihr wieder zugesehen habt und dann einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.